السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرم مشاء. نعم، ich hoffe, die Aufnahme ist gut und verständlich. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir haben uns gefunden und Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Brüdern Erfolg geben und belohnen, die dieses Webinar aufgebaut haben und damit nützliches Wissen verbreiten. Allahumma amin. Wir haben einen kleinen Teil dazu gebracht und wollen heute über Isa alayhi salam und die Trinität reden. Na'am. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, mir Erfolg zu geben und mir die Wahrheit auf der Zunge zu geben. Na'am. Allahumma amin. Die Thematik heute ist der Beginn dieser Trinität, die Grundlage dieser sogenannten Trinität, die Scheinargumente der Christen über diese Trinität und inshallah die islamische Klarstellung über diesen Glauben der sogenannten Trinität. Wie wir wissen, ist diese Trinität, dass Allah subhanahu wa ta'ala Isa ist und zur gleichen Zeit, dass er der Heilige Geist ist. Also in der christlichen Trinität geht es darum, dass sie glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Gott ist. Und wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala meine oder sage, dann sagen das die christlichen Araber auch so. Ja. Also das Wort Gott wird im Arabischen von den Christen als Allah benutzt. Doch glauben sie an etwas anderes, wie wir wissen. Also sie glauben, dass Gott eins ist und dass Isa eins ist und dass der Heilige Geist eins ist und dass alle drei zusammen eins sind. Na, das sollte jemand verstehen. Na, inshallah versuchen wir in der heutigen Sitzung ein bisschen genauer einzugehen auf, wie sie auf solche Sachen oder wie sie auf dieses Gedankengut kommen und was die Mehrheit der Christen oder glauben in Bezug auf diese Trinität, auf diese drei in eins oder eins in drei Glauben. Na, dies wurde erst, oder diese Art von Glauben wurde, ob schon zur Zeit von Isa, ein wenig bekannt oder versucht zu verbreiten von den, also nicht von den Jüngern und nicht von den Folgen von Isa und nicht von Isa a.s., doch von den Römern, die eben nicht an Isa glaubten. Denn Isa a.s., wie jeder andere Prophet, wurde geschickt, um den Monotheismus zu verbreiten. Ja? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Na, wir haben keinen Propheten gesandt, egal zu welcher Umma, ohne dass wir mit dem
Ruf, dass er proklamiert, dass es nur einen Gott gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, und dass man die falschen Götter vermeiden sollte. Das war die Dauer von Isa a.s. Doch weil Isa a.s. ohne Vater zur Welt kam und dies ein Wunder war, kam dieses Scheinargument, dass Isa eben nicht menschlich war, sondern göttlich war. Und das war ein Kernpunkt, wieso diese Glaube in die Welt kam. Aber so richtig verbreitet wurde diese Trinität erst nach dem Tode von Isa a.s. oder wie die Christen das glauben, nach dem Tode von Isa a.s. Wir als Muslime, wir wissen, dass Isa a.s. nicht gestorben ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu sich hinaufgenommen hatte. Also dieser Glaube, der Kern von dieser Trinität kam erst dann so richtig ins Rollen, nachdem Isa nicht mehr auf dieser Erde war. Und es waren die Patriarchen aus Alexandria, die versuchten, also die christlichen Führer, die versucht hatten, diesen Glauben zu verbreiten. Und diese christlichen Führer, man muss das so verstehen, dass damals nur dass die Führer der Nationen geistliche Führer waren, religiöse Führer waren, denn nur sie hatten Zugang zur, nur sie waren gelehrt. Ja? Nur sie hatten Wissen und konnten lesen. Ja? Und das gab ihnen Macht und Kraft. Und diese Macht und diese Kraft wurde ausgenutzt zu ihren eigenen Profit. Denn viele von ihnen waren auch beeinflusst von diesen oder von den griechischen Philosophen, wie zum Beispiel Platon. Ja. Es gab jedoch auch Widerstand von ihnen, von den eigenen Reihen der Christen, die versucht hatten, ja, und wir wissen, dass es immer eine Gruppe Leute gibt und gab, die auf dem Tawhid waren. Ja? Doch war die Lehre dieses Monotheismus schwach. Also die Dauer, die richtige Dauer war schwach, um diesen Ein-Gott-Glauben, den Tawhid, welche alle Propheten darauf aufgerufen hatten. Und es war leider nicht so, dass diese Dauer dann weitergeführt wurde oder besser gesagt, dass sie diese Trinität stoppen konnte. Ja. Obwohl dies eigentlich keinen Sinn macht, ja, der Glaube an eine Trinität, wie wir das jetzt schon gehört haben, macht eigentlich keinen Sinn. Und es ist gegen die Fitra. Doch Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Hikma, er hat Weisheit, wieso, dass er in seinem Reich lassen oder lässt und walten lässt, was er will, wen er will und wie er will. Ja? Und vielfach ist uns dies verborgen. Ja, oder wir kennen und wir sehen diese Weisheit nicht. Doch
ist es gegen eine Fitra, dass man glaubt, dass Gott eins ist und trotzdem ist Gott Gott und teilweise ist es Isa a.s. und teilweise ist es der Heilige Geist, der Ruach al-Qudus. Es macht keinen Sinn. Nein. Und es ist gegen die Fitra. Doch, wie gesagt, die Herrscher, die Imperatoren haben dies den Leuten aufgezwungen. Und es war im Jahre 325, als in Konstantin ein erster Konzil aufgerufen wurde, ein erstes ein Majma, ein religiöses Zusammentreffen verabreicht wurde und viele von den christlichen Theologen zusammenkamen. Und der zentrale Streitpunkt war diese christliche oder christologische Frage nach der Natur von Isa a.s. Und seiner Schöpfung gegenüber Gott, dem Vater. Also man muss sich vorstellen, Isa hat nicht auf dies aufgerufen. Die Leute haben daran geglaubt. Es wurde verbreitet. Es wurde diese Dauer gegen Isa a.s. wurde stärker. Doch gab es Widerstand und es gab Unreinheiten und es musste ein Ausweg gefunden werden. Dieser Ausweg versuchten sie zu klären, indem sie diese Sitzung eingerufen hatten, um, wie gesagt, die Kernfrage nach der Natur von dem Wesen von Isa a.s. Zu darstellen. Und in diesem ersten großen Konzil, in dieser ersten großen Sitzung, ging es nur über die Frage von Isa a.s. und nicht über den Heiligen Geist. Also man muss sich vorstellen, sie versuchten, klare Linien zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala ist oder was Gott ist und was Isa alayhi salam seine Stellung gegenüber Gott war, dem Vater war. Und erst circa 50 Jahre danach, nach diesem ersten Konzil, wurde ein zweiter Konzil gehandelt, denn die Fragen wurden größer aus den eigenen Reihen und es musste nochmals eine Sitzung eingerufen werden. Und erst im Jahre 371 stand dann fest, was eigentlich gemeint sein sollte über diese Trinität. Und was wurde vereinbart? Hier eine kleine Zusammenfassung über die Kernaussagen um diese Trinität, was genau gemeint ist mit dieser Trinität und was wir hier erwähnen, mit dem sollten oder sind die Christen oder die christlichen Kirchen sich im Klaren und überein. Ja, und wir wissen, dass auch die Christen viele verschiedene Spaltungen haben, wie auch die Juden, wie auch die Muslime, genommen von der Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, iftaraqat al-Yahud ala 71 firqa wa iftaraqat al-Nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida qila man ya rasulullah qala man ana alayhi wa ashabi al-yawm. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die
Juden haben sich gespalten über oder in 71 verschiedene Spaltungen, Firqas. Die Christen haben sich gespalten in 72 verschiedene Spaltungen und meine Umma wird sich in 73 verschiedene Gruppen spalten. Alle sind im Höllenfeuer, außer einer. Es wurde gefragt, wer sind diese oder wer ist diese eine Gruppe? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es sind die Leute, die auf dem sind, was ich und meine Gefährten heute sind. Ja? Also wir sehen auch, die Christen haben sich gespalten. Doch was wir hier erwähnen, grob gesagt, einigen sich die Christen über das. Was wurde in diesem Konzil von 371 erwähnt? Sie sagen, oder sie sagten, wir glauben an einen Gott. Hört sich schon mal gut an. Ja? Der alles waltet, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Er ist der Schöpfer von allem dem, was wir sehen und was wir nicht sehen. Bis hier könnte man sagen, das ist ein richtiger Glaube. Doch jetzt kommt es. Und wir glauben an einen Gott, Isa, der Sohn von Gott, der einzige geboren, nicht erschaffen. Gleich ist er dem Vater in seiner Existenz, von dem alles kommt und wegen dem alles erschaffen wurde. Es geht zurück zu Isa, Isa. Licht über Licht, über uns die Menschheit. Er kam hinab von dem Himmel und wir glauben an einen Heiligen Geist. Der wiederum Isa ist, alaihissalam, welcher in Mariam, alaihissalam, verkörpert wurde, vermenschlicht wurde und gekreuzigt wurde wegen unseren Sünden. Er wurde gequält, er wurde begraben, er schlief und wurde dann, oder ist dann aufgestiegen in den Himmel und er sitzt jetzt zur rechten Seite neben dem Herrn. Na. Er kommt zu Hilfe für alle, die ihn anflehen. Sowohl lebend oder auch tot. Also in seiner Essenz, zu seiner Lebzeit, ja, kam er zu Hilfe, denn man konnte ihn anflehen, als er lebend war und auch nach dem Tode, nach seinem sogenannten seinem Tod, ja, der, an den sie glauben. Sein Reich wird nie enden. Ja? Das ist der, oder das ist das Grundprinzip von dieser Trinität oder von diesem Majma, von dieser Sitzung, bei denen sie sich hier in diesem Punkt einig sind. Dies, die drei großen Kirchen, die es gibt, ja, und weit verbreitet sind, dass sie sich in diesen Punkten einigen, obwohl es verschiedene Differenzen gibt in Bezug auf diese Grundprinzipien. Was ist gemeint mit den großen Kirchen? Es ist die katholische Kirche, es ist die orthodoxe Kirche und es ist die protestantische Kirche. Na. Na. Einige Unterschiede, wo spalten sie sich? Es muss Spaltungen geben, denn diese Punkte, die hier erwähnt wurden, sind kein Wahi. Ja, sie sind keine Offenbarung.
Es ist nicht Allahs Wille, es sind nicht Allahs Worte. Und dies ging zurück zu den Köpfen und den Ideen der Führer, die damals walteten. Ja. Und wenn wir sehen, dass wenn eine Angelegenheit zurückzuführen ist auf den Verstand, dann habe ich einen Verstand und du hast einen Verstand und und eine dritte Person hat einen dritten Verstand oder ein drittes Verständnis über eine Sache. Und wir könnten uns und wir können uns Tag und Nacht unterscheiden. Na, denn das ist die Natur von uns. Doch Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Und wenn es von jemand anderes als Allah ist oder wäre, dann würde die bestimmt viele Unterschiede finden. Und genau das ist es. Der Koran, Alhamdulillah, kommt von Allah, ist von Allah, es sind die Worte von Allah. Da gibt es keine Unterschiede. Und Alhamdulillah, halten wir uns fest an den Koran, wir halten uns fest an die Sunna von Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und das wird unser Erfolg sein. Nein. Doch die Christen, sie unterscheiden sich in der Essenz, sie unterscheiden sich in der Natur von dem Wesen von Isa alaihi salam. Und das ist ein wesentlicher Unterschied in der Akida, in einem Grundprinzip von einer Religion. Ja, man unterscheidet sich über den Hauptpunkt von einer Religion. Ja, wer ist Allah? Was ist Allah? Wer ist Gott? Was ist Gott? Ja? Und das alleine sollte uns schon zeigen, dass dies ein Irrglaube ist, dass dies nicht richtig sein kann. Und wegen dem wurden auch unzählige Sitzungen und Treffen gehalten unter den Christen, um dieses Problem zu lösen. Na, nichtsdestotrotz, zur Zeit von Isa alayhi salam, zur Zeit von seinen Folgern, bei dem Isa unter ihnen war, mit ihnen aß, mit ihnen trank, mit ihnen oder schlief und so weiter, Dauer machte, mit seinen Gefolgen, mit seiner Umma, auch die Jünger diese Dauer akzeptierten, dass Allah subhanahu wa ta'ala es wollte, dass nur er angebetet wird. Ja, also die richtige Dauer von Isa alayhi salam, den Monotheismus, dies war, was Isa alayhi salam aufrufte. Und er, alayhi salam, er rufte nicht auf etwas anderes. Und der Zustand leider endete sich nach der Abwesenheit von Isa alayhi salam, als die Leute dann diese Dauer versuchten zu schädigen und zu ihren Gunsten Sachen eingeführt haben. Die Sachen, die hinzugefügt wurden in dem Glauben, waren von philosophischem Gerede.
Es war philosophisches Gedankengut, welche schwierig und kompliziert zu verstehen waren und noch sind. Drei wesentliche Punkte wollen wir hier erwähnen, was neu hinzugefügt wurde. Das erste war das Gedankengut von Paulus, welches Prinzip darin besteht, klar zu machen, dass Isa a.s. ein Mensch vom Himmel ist. Das heißt, dass Isa a.s. ewig war. Seine Existenz war ewig. Und das ähnlich wie Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir als Muslime sagen, هو الأول والآخر والظاهر والباطن, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erste war, der Erste, an dem es nichts davor gibt, das wollen sie hier mit Isa machen. Das wollen sie hier, so wollen sie hier Isa gleichsetzen mit Allah subhanahu wa ta'ala, dass auch Isa ewig war, nichts vor ihm war. Und das geht im Grunde genommen, das geht das gar nicht. Denn wo war Allah, wenn Isa ewig war? Oder wenn Allah ewig war, wo war dann Isa, der auch ewig? Also man sieht, dass es hier um einen Irrglauben handelt, dass es in sich Probleme gibt, dass es eine große Problematik beinhaltet, so etwas zu glauben. Nichtsdestotrotz, also sie glauben, dass Isa vom Himmel kam. Was sie damit meinen, ist, dass Isa ewig war und dann eine Form angenommen hat, welches zuerst der Heilige Geist war. Also, dass Isa eigentlich der Heilige Geist ist. Dann auf die Erde herabkam und dann eine neue Form angenommen hat oder eine neue Form bekommen hat. Und zwar die Form eines Menschen. Um die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Also sie glauben, dass an die erste Sünde von Adam a.s. glauben wir auch, dass Adam die erste Sünde begangen hat. Doch glauben sie, dass diese Sünde vererbt wurde und jeder Mensch mit dieser Sünde geboren wurde und diese Sünde in sich trägt. Nicht von seinen eigenen Taten, nein, weil er dies vererbt bekommen hat. Auch das ein eigenes Thema vielleicht, was auch nicht ganz klar ist. Aber das glauben sie. Also dass Isa ewig war, er zuerst der Heilige Geist wurde und dann auf die Erde herabgesandt wurde, eine neue Form angenommen hat als Mensch, um die Menschheit zu befreien von ihren Sünden und dafür elend, man muss sich das vorstellen, dass er elend gestorben ist für diese Sünde, bei der er, Isa, eigentlich frei war. Dass in ihrem Glauben Gott elend stirbt, subhanallah. Was für ein Gott, subhanallah, ta'ala, amma yasifun. Sie glauben, dass er das Antlitz von Gott ist und dass er das erste Geschöpf ist. Er ist Gott und er ist das erste Geschöpf, er war ewig, und zur selben Zeit sollte er die
metaphorische Kombination von Gott und Geschöpf sein. Na, alles hier sehr philosophisch, sehr komplex. Wer sollte das verstehen? Na. Der zweite wesentliche Punkt ist das sogenannte Komma Johanneum, was so viel bedeutet, dass die drei eins sind oder das drei eins ist. Und dass diese drei alle Zeugnisse ablegen im Himmel. Also, dass alle drei im Himmel sind und aufschreiben oder wissen oder walten über die Welt und die Geschöpfe. Das heißt, es ist der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei Dinge sind eins. Der Glaube, dass Isa a.s. Gott ist, und dass er der Heilige Geist ist, und dass er dann trotzdem nur eins ist. Denn auch die Christen, sie sagen, sie glauben an einen Gott. Ja? Obwohl dies eben, wie gesagt, gar nicht verständlich ist. Na, alles hat ihren Ursprung in der griechischen Philosophie. Na, der dritte Punkt ist das äußerliche Geschöpf. Also, was so viel bedeutet, dass Isa a.s. doch kein Mensch ist und doch kein Mensch war, sondern nur eine menschliche Gestalt angenommen hat. Denn sie haben ja gesagt, dass sie an Isa glauben, der ewig war, der das erste Geschöpf war, doch ewig schon da war wie Allah. Also auch ich, es macht keinen Sinn, aber das glauben die Christen. Und das ist ihre Philosophie. Na. Wala haula wala quwwata illa billah. Na, also sie glauben, dass Isa nur ein Geschöpf ist äußerlich. Dass Isa doch kein Mensch war, obwohl er unter den Menschen weilte, sondern er hatte nur eine menschliche Gestalt. Und diese Philosophie versucht sich zu retten, weil sie wissen, dass es unmöglich ist, Gott mit seinem Geschöpf zu vergleichen. Und aus diesem Grund versuchen sie mit allen Mitteln, sich frei zu reden von ihren eigenen Lügen. Und das sehen wir auch bei anderen Firak, wenn sie versuchen, Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala zu verneinen. Sie fliehen von einem Argument, fallen aber in ein anderes Argument, das sie in sich selbst verneinen und kommen so nur immer tiefer in Lügen hinein, bei denen sie sich nicht mehr retten können. Nein. Und alles kommt zurück zu diesen fundamentalen Punkt, welche die Christen eben versuchen klarzumachen, dass Isa a.s.
kein richtiger Mensch war, sondern Gott war zur selben Zeit, weil er eben so nahe zu Gott war. Na. Weil dies so kompliziert ist, gab es und gibt es auch unter den christlichen Reihen Widerstand über diese sogenannte Trinität. Und von den oder von dem Widerstand war es unter anderem ein Gelehrter, Areius, einem christlichen Gelehrten aus Alexandria, der zur Zeit von diesem Konzil lebte, also wurde geboren im Jahre 260 und starb im Jahre 327. Und er und seine Gefolge versuchten, dieser Trinität wiederzustehen. Doch ohne Erfolg. Der Dialog, das Debakel um Isa, das Debakel um die Trinität wurde nur größer und es wurden unzählige Versuche gestartet, um diesen, um diese Akida zu verankern. Doch bis heute sehen wir das, obwohl dieser Glaube verbreitet ist und fester Bestandteil ist, wir sehen, dass viele Leute, viele Awam, viele, also vieles Fußvolk es nicht versteht. Und ja, auch Gelehrte, sogenannte Gelehrte des christlichen Glaubens, dass viele dieser Irrglauben nicht richtig verstehen, geschweige denn es erklären können. Und ich selber wusste nicht, um was es sich handelt. Also, bevor ich den Islam akzeptiert hatte, war dies immer ein Problem für mich, was genau gemeint ist mit dieser Trinität. Na, wie gesagt, bis heute sind die Menschen uneinig, obwohl es so verbreitet ist und dass es eine Kernaussage in der christlichen Religion ist. Na, und deshalb hat auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, gesagt, wenn 10 Christen zusammenkommen, um diese Trinität zu erklären, so würden 11 verschiedene Versionen hervorkommen. Oder würde man eine christliche Familie über ihren Tauhid, sie glauben ja oder sie sagen ja, es geht um einen Ein-Gott-Glauben. Ja? Also wenn man nur eine christliche Familie fragen würde, was gemeint ist über diesen Tauhid, so würde der Vater eine Version haben, die Frau würde, oder die Mutter würde eine Version haben und das Kind würde eine andere Meinung über diese Akida haben. Und na, ich mag mich noch erinnern, als ich am Radio eines Tages etwas hörte und es wurde erklärt, oder es wurde versucht zu erklären, was diese Trinität ist. Es waren einige religiöse Duat Aufrufe zusammen in diesem Programm. Und der eine sagte, ja, diese Trinität, es ist so, wie wenn man eine Stereoanlage anschaut. Ja, der Vergleich ist mir noch heute im Kopf. Er hat seinen Gott, ja, und seinen Propheten oder seinen Sohn mit einer Stereoanlage verglichen, subhanallah.
Und er sagte, ja, wenn wir eine Stereoanlage haben, dann sehen wir, dass wir ein Kassettendeck haben. Und wir sehen, dass wir ein Radio haben. Und wir sehen, dass wir einen CD-Player haben. Ja? Und obwohl wir drei Sachen haben, ist es nur eine Sache. Ja? Die Stereoanlage als eines und die drei Sachen, die drei Komponenten. Subhanallah, ja. Na, kleine Anekdote zur Seite. Also man sieht, es kann nicht richtig sein, denn es geht gegen die Fitra eines jeden Menschen. Na, und wenn wir die Angelegenheiten der Aqida unseren Köpfen hinterlassen oder wir es so machen, dass jeder interpretieren kann, was er will und wie er will, dann ist dies zum Verderben. Nein. Nichtsdestotrotz, die Christen versuchen, diese Trinität in der Bibel oder mit der Bibel zu argumentieren, wie versuchen sie das? Dies ist ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte. Na, so kommen wir zum zweiten Teil, die Trinität in der Bibel. Na, obwohl dieser Glaube ein Pfeiler ist in der christlichen Religion, und niemand wahrlich ein Christ ist, außer dass er diese Akida glaubt, so ist dieses Wort, die Trinität, nirgends zu finden. Doch versuchen die Christen, diesen Glauben zu bestätigen, mit allgemeinen Lehren, die von der Bibel kommen und die auf die Trinität ja zurückruft oder dies anscheinend bekräftigt. Wir sehen, dass ein Mann, Butrus al-Bustani, ein arabischer Schriftsteller, der die Bibel aus dem Arabischen ins Englische übersetzt hatte, dass er sagte, obwohl der Begriff Trinität nirgends in der Bibel zu finden ist und es keinen Vers im Alten Testament gibt über diese Trinität, so hatten viele von den alten Christen Verse genommen, die auf diese Trinität hindeuten. Also nicht klar sind, dieser Mann, er bestätigt das selbst, dass es keine klaren Verse gibt in der Bibel. Nicht wie im Koran, als Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Ganz klare Verse, Ayat im Koran, die uns klar machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eins ist. Nicht geboren wurde, nicht gezeugt hat, dass nichts ihm gleich ist, dass alles zurückkehrt zu ihm. Punkt. Ja? Ganz klar, doch diese Klarheit findet man eben nicht in der Bibel. Na. Und dies ist uns klar von den Aussagen zuvor, dass, oder wir sehen von den Aussagen zuvor, dass dies ein Irrglaube ist, dass diese Akida von der Trinität nicht richtig wurde, nicht richtig ist
und es verankert wurde oder versucht wurde, klar zu machen, erst nachdem, dass Isa a.s. diese Erde verließ, nahm im Jahre 325. Nichtsdestotrotz versuchen es die Christen zu beweisen mit allem, was sie können. Und hier versuchen wir nur einige Sachen zu erwähnen, mit denen sie ihre oder mit denen sie Scheinargumente bringen, wenn es überhaupt Argumente sein sollten. Denn wir wissen, dass es unzählige Bibeln gibt, nicht gleich wie der Koran. Es gibt unzählige Übersetzungen von der Bibel und jede Übersetzung ist fern von dem Original. Wir erwähnen einige Sachen und wir glauben nicht daran, sondern wir versuchen nur klar zu machen, wie ihre Scheinargumentation aussieht. Sie versuchen zu sagen, im Alten Testament, im Buche von Moses, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Versuchen Sie klar zu machen, dass Isa gleich dem Gott ist. Im Buche Moses, die Verse 24 bis 26, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Also mit viel Fantasie versuchen sie hier zu erklären, dass der Herr Allah ist. Also dass der Herr Gott ist im ersten Vers. Im zweiten versuchen sie mit viel Fantasie zu sagen, dass der Herr der Sohn sein sollte. Und im dritten Vers versuchen sie klarzumachen, dass der Herr der Heilige Geist ist. Und Alhamdulillah, über die Lehren vom Koran, Alhamdulillah, über die Gelehrten des Tafsirs, die Gelehrten der Aqida, die uns immer wieder erklären und klar machen, dass wenn es um Ayat geht über die Aqida, wenn es über die Ayat geht über Allah subhanahu wa ta'ala, so haben wir Prinzipien. Wir haben Grundlagen als Muslime, wie wir diese Ayat angehen, und zwar biduni tahrif. Also wir sagen, wenn es um die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala geht, dann verfälschen wir diese Ayat nicht. Biduni takif. Wir sagen nicht, ja, wie geht das? Wie macht Allah subhanahu wa ta'ala etwas? Biduni ta'til. Ja, und wir sagen auch nicht, nee, das kann nicht sein und wir verleugnen diese diesen Vers und so weiter. Also wir haben genug Prinzipien, bei denen wir nicht spielen können. Na, und ganz klar sehen wir hier, dass dies eben bei den Christen nicht der Fall ist. Ein anderer Vers ist, nun sendet mich der Herr, Herr und sein Geist. Auch hier versuchen sie klar zu machen, dass es Gott, Allah und der Heilige Geist ist. Und da
Isa a.s. getauft wurde in ihrem Glauben, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel über ihn, und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Auch dieser Vers deutet bei ihnen mit viel Fantasie auf den Beginn der Botschaft, auf den Beginn der Wahi von Allah, subhanahu wa ta'ala, oder von Gott. Und es deutet auf Isa alayhi salam hin. Und dies geschah bei Isa, obwohl diese Wahi, diese Offenbarung, bei anderen Propheten und bei allen anderen Propheten auch passierte. Na. Ein anderer Vers: Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier versuchen sie, diese Trinität zu klar machen, zu unterstreichen. Auch wenn hier diese drei Wörter stehen, falls dies so herabgesandt wurde, und wir bezweifeln dies, so ist dies nicht Beweis genug über die Trinität, aus verschiedenen Gründen. Denn hier haben wir den Vers auf Arabisch angeschaut, denn auf Arabisch wurde hier das Wort Wow oder der Harf Wa benutzt. Und na, so taufet sie auf den Namen des Vaters, ja, Al-Ab, Wal-Ibn, Waruhul Qudus. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat über die arabische Sprache, dann kann man schon sagen, dass das Wow, wenn es benutzt wird, Al-Murayara bedeutet. Dass, wenn immer wir etwas mit diesem Wow im Kontext haben, dann bedeutet das etwas anderes. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, Ja'a Musa wa Harun wa Isa. Ja? Musa kam und Harun und Isa. Und, yani, wow, wa. Dann sind das drei verschiedene Personen. Weil ich musste es mit einem Wow beschreiben. Na, also hier der Vater, bei dem sie sagen, es sollte der Assel sein, das Grundprinzip, dann ist Al-Ab, yani der Assel von allen Geschöpfen, von ihm kommt alles. Ob das die Gesandten sind oder ob die Awliya sind, dann ist das nicht spezifisch. Und wieso soll hier der Sohn Isa sein? Ist auch unklar. Denn in der Bibel, oder man kann auch sagen, in der arabischen Sprache kann man auch dieses Wort Sohne benutzen für etwas, das nahe steht. Ja? Und die Gesandten, sie sind nahe, ja, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch in der Isa wurde Israel, also Jakob, wie auch Adam, wie auch Dawud, wie auch Suleiman, mit diesem Wortlaut betitelt. Und es ist nicht spezifisch für Isa alayhi salam. Ja, jeder rechtschaffende Mensch
wird teilweise in der Bibel oder oftmals in der Bibel als Ibn erwähnt. Und wie gesagt, dies ist nicht speziell nur für Isa a.s. Und der Heilige Geist hier sollte der Engel sein, der mit der Botschaft herabgesandt wurde, Jibril a.s., der nicht nur zu Isa a.s. kam, sondern zu allen Propheten und allen Gesandten, die Wahi überliefert hatte. Und dies macht Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, klar in seiner Widerlegung von diesem Verse. Er sagt, und dies ist die Erklärung dieses Verses, ohne große Mühe und ohne großen Verstand und ohne diesen Vers zu verfälschen. Also er versucht zu sagen, dass es drei verschiedene Sachen sind. Ja? Allah oder Gott, wenn dieser Vers richtig wäre, dann wäre der Vater Allah oder der Gott und der Ibn und Ruh al-Qudus. Also drei verschiedene Sachen und nicht drei, die eins sind. Na, Wallahu a'lam. Na. Ein weiterer Teil ist, oder ein weiterer Punkt in der Trinität ist, dass Isa a.s. Gott ist. Was ist hier gemeint? Und wann wurde dies verbreitet? Wann wurde dies populär? Wann wurde dies offenkundig? Auch das hier, auf das wollen wir hier eingehen. Obwohl ein fundamentaler Bestandteil der Christen diese Trinität ist und eine der größten Pfeiler dieser drei Pfeilern ist, ist es, dass Isa a.s. eben nicht nur Isa ist, sondern Gott ist. Um diesen Glauben geht es grundsätzlich im Christentum. Also diese Trinität ist nicht nur, dass sie glauben an Gott, an Isa, an den Heiligen Geist. Nein, dass Isa Gott ist. Und dies wird oder dies wird geglaubt oder sie glauben, dass der Messias, Al-Masih auf Arabisch, Ibn Maryam, und dieser Laqab Al-Masih oder Messias kommt von im Arabischen, auch sie sagen, na, Al-Masih, dass das Wort von Meshun kommt, was so viel bedeutet wie das Streichen oder Abwischen. Wir wissen, dass Isa a.s. Die Kranken heilte, ja? Die todkranken Menschen heilte, indem er sie anfasste, über sie strich mit der Macht und Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies dann zu seinem Laqab wurde, Isa al-Masih ibn Maryam. Und sie glauben, dass er das Wort von Allah ist, welches aus dem Subjekt stammt oder dem Objekt stammt, dass er sein Sohn wurde und das Subjekt zum Vater wurde und der Vater wie auch der Sohn beide zu
Gottheiten wurden, unabhängig voneinander. Also es ist nicht nur, dass sie glauben, dass Gott eine einzige Gottheit ist. Nein, von Gott kam etwas, was der Sohn war. Und nachdem der Sohn wurde, kam der Vater oder wurde es von der Gottheit oder wurde die Gottheit zu dem Vater, weil der Sohn vorhanden war. Sehr philosophisch. Und beide sind unabhängig voneinander. Und vermutlich der größte Grund, wieso dass diese Akide zustande kam, ist der Glaube an die erste Sünde des Menschen. Adam a.s. Die, wie gesagt, vererbt wurde und jeder Mensch schon als Kleinkind in sich hat und schon gesündigt hat und schon ein Sündiger ist. Und wegen Allahs Liebe zur Schöpfung, Isa a.s. entsandt wurde, Isa, sein einziger Sohn, der für die Sünden der Menschheit geopfert wurde, dafür gekreuzigt wurde, dafür starb, gequält und so weiter. Und wie banal oder wie abstrakt das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen einzigen Sohn opfert für etwas, das seine Gottheit, sein göttlicher Sohn nichts dafür kann und trotzdem für etwas anderes sterben und leiden muss. Ta'ala Allah amma yasifun. Komisch, na. Also auch hier versuchen sie klarzumachen, dass nicht Isa, also eine Person als Mensch, als Geschöpf, dass nicht er als Geschöpf zum Schöpfer wurde oder zu Gott wurde. Sie glauben nicht an das und trotzdem glauben sie da, aber sie glauben, dass yani Gott selber herunterkam und er in seiner Schöpfung verwirklicht wurde in Isa a.s. Also der Glaube hier, könnte man sagen, dass Gott in seiner Schöpfung verwirklicht wurde. Und dies kennen wir, oder diese Glaube kennen wir, dass auch einige unter uns, einige Muslime glauben, dass Allah in seiner Schöpfung drin ist. Und auch das ein Irrglaube, denn dies gebührt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und er widerlegt diesen Glauben in vielen Ayat, was nicht unser Thema heute ist. Doch glauben Sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala selber in Isa sich verwirklicht hat. Obwohl der Glaube besteht, dass Isa der Sohn ist und von Gott gezeugt wurde. Obwohl das, glauben sie trotzdem zur selben Zeit, dass er
Gott ist gleich zu stellen ist wie der Heilige Geist und alle Eigenschaften hat, die Gott auch hat. Also demzufolge glauben sie, dass Isa alle Eigenschaften von Gott hat. Deshalb rufen sie ihn auch an. Sie flehen ihn an. Sie glauben, dass er alle Kraft hat und alle Macht hat, die auch Gott hat. Sie glauben oder sie machen Isa Allah gleich in der Anbetung, in Al-Uluhiyya, wie auch in der Rububiyya. Dass Isa alle Kraft hat, die auch Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und dass sie von ihm erhoffen und dass er alleine angebetet wird. Na, auch hier versuchen sie, dies klar zu machen. Inshallah lassen wir das hier weg, denn die Zeit rennt uns davon. Denn ein weiterer Punkt ist in der Gottheit der Heilige Geist. Und dies ist von dieser Trinität oder von diesem Abkommen, von dieser Sitzung herausgekommen im Jahre 371. Es wird gesagt, dass der Heilige Geist ein Teil der Trinität ist, dass auch der Heilige Geist gleichzustellen ist wie Gott und dem Sohn, in seiner Essenz und in seinem Wesen. Er ist der Geist von Gott, so glauben sie das. Das Leben der Schöpfung, der Grund der Weisheit und der Baraka. Und von ihm ist die Kraft und die Weisheit. Und wegen dem gebührt ihm die Anbetung eines Gottes. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ganz klar, nichts ist ihm gleich. Ja? Alhamdulillah sagt, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch zu dem Islam geleitet hat und dass wir ganz klar sind in unserem Glauben und dass wir frei sind von Philosophie und diesem Debakel, was sie hier uns klar machen wollen. Nein. Wir haben unzählige Beweise. Wir haben unzählige Beweise, die uns klar machen, dass dieser Glaube an diese Trinität falsch ist. Wir versuchen hier aufzuhören. Wir haben schon einige Sachen und schon einige Ayat erwähnt. Aber es sind und es gab unzählig von den islamischen Gelehrten, die ebenfalls auf diese Unklarheiten geantwortet haben und diese Nichtigkeit aufgedeckt haben, dass diese Trinität eben ein Irrglaube ist. Von ihnen vielleicht eines der berühmtesten Bücher von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Jawab al-Sahih, Dalil al-Masih, seinem Schüler Ibn al-Qayyim, welches ein Buch gemacht hat, Hidayah al-Hayyari fi Ajwiba al-Yahud und Nasara. Es gab Al-Imam al-Qurtubi, es gab Imam Hazm, Abu al-Faraj al-Shihristani, viele der Gelehrten haben diesen Irrglaube aufgedeckt und sind auf Details hineingegangen.
Und auch kürzlich wurde ein Buch erschienen von Rahmatullahi al-Hindi mit dem Titel Idhar al-Haqq, welches Alhamdulillah von Wizard Shun al-Islam al-Waqaf von Saudi-Arabien umsonst gedruckt wird und verbreitet wird. Genau. Um nur einige Beweise zu nennen, welche einen klaren Verstand verstehen, ist nur ein Beweis, welcher klar macht, dass diese Trinität falsch ist, ist, dass wir aus dem Kontext von unserer heutigen Lektion sehen, dass diese Trinität von Menschen kam, die darüber diskutierten, über diese Trinität. Also man sieht, es ist nicht etwas, das von Allah subhanahu wa ta'ala selber herstammt. Nein, dies wurde im dritten Jahrhundert unter einer Gruppe von Menschen klargemacht und aufgeschrieben, welches nicht Al-Wahi ist. Na, unzählige solche Sitzungen wurden danach gehalten, um diesen Glauben zu befürworten und yani weiter aktiv zu behalten. Na. Wir sehen auch, dass diese Trinität im Alten Testament nie richtig erwähnt wurde mit klaren Beweisen, sondern ist dies nur ein Ergebnis einiger Christen, die nicht frei von Fehlern sind. Ja? Niemand ist frei von Fehlern, denn alle von uns machen Fehler und wie gesagt, es ist, wenn die Angelegenheiten der Aqida zurückzuführen sind auf den Verstand, was die Christen eben gemacht haben, so sehen wir, dass es Unklarheiten geben muss und dass jeder eine Meinung hat. Und dies ist genau der Fall. Na. Inshallah hören wir hier auf. Wir werden morgen auch noch einige Sachen über diese Trinität erwähnen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila darsin qadim. Wallahu a'lam. Astaghfirullah wa atubu ilayh. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته